Wir kommen zurück zu Persona 5 Royal und wir begeben uns jetzt zur Inogami-Linie. Die ist wohl hier hinten, liebe Leute. Das ist. Moment, es ist Sonntag. Saft. Kann ich Saft trinken? Ich glaub nicht tatsächlich. Weil Ryuchu sagt, ey, komm mal mit, oder. Ja, gut. Aber vielleicht. Es ist ja jetzt tagsüber, ne? Vielleicht haben wir dann abends noch die Gelegenheit, so ein bisschen das zu machen. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall auch jetzt noch die erste Persona-Aufnahme, diesen 2K-Aufnehmer. Genau, da gehen wir lang. Macht letztendlich keinen Unterschied, also wie gesagt, letztendlich, ich nehme trotzdem, also 1080p Capture ist trotzdem, aber so für YouTube-technisch ist es von Vorteil. Wenn ich es halt höherwertig aufnehme, weil dann habe ich die Möglichkeit, naja, dann habe ich einen besseren Encoder auf YouTube und dann habe ich auch wieder 480p auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, die kostet jetzt Geld, weil das außerhalb meines Schultickets ist. Da muss man halt ein Ticket kaufen. Na, neidisch? Die Stimmung hier ist ganz anders als in Shibuya. Hier gibt es jede Menge Läden, die man in Shibuya vergeblich sucht. Habe ich jedenfalls gehört. Klingt interessant. Ahn ist beschäftigt, aber es wäre sicher spaßig, mit Leuten herzukommen. Ich glaube, die Darts Lounge ist ein Block von der Hauptstraße entfernt. Aber da wir schon mal hier sind, können wir uns dann... Ja, sehr gerne, so. Sehr gerne, danke, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Weil hier gibt es so ein paar Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. So ist immer Koto, die uns beobachtet. Hey, wie geht's dir? Na, was für ein Zufall. Naja, ein Zufall. Hi there. Hey, any questions? Erzähl mal was über diese Stadt. Es gibt vier verschiedene Bereiche. Auf der Promenade findest du einen Fried Food Laden, Schreibwarenladen, Second Hand Laden und Tempel. Die Hacksteak und Fried Food Laden sollen sehr lecker sein, aber man muss lange anstehen. Wenn du am Fried Food Laden links gehst, siehst du die Retrostraße mit vielen gehobenen Geschäften. Am Ende der Gasse befindet sich ein Jazzclub, da spielen viele bekannte Künstler. Stimmung ist garantiert. Ich hoffe, das konnte alles gut erklären. Ja, doch. Dankeschön. Ich nehme jetzt ein paar Sachen halt. Ich gehe mal kurz mal. Ja, genau. Hier einfach mal so ein paar. Guck mal kurz mal. Ja, das sind so Geschenke, die man ab und zu mal Leuten schenken kann. Ich kaufe ihm alles. Ja, komm. Die können einfach mal. Wenn wir noch mal Geld. Ja, der Ryuchi, ne? Wenn wir mal Geld brauchen irgendwann, dann, naja, gehen wir ins Moment oder so. Aber hier können wir Geld machen, tatsächlich. Bringen Sie Ihre schmutzige Kleidung her. Ja, da haben wir ein bisschen was, ne? Wo ich immer gesagt habe, nee, 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 ich verkaufe hier nichts. Okay, können wir hier schmutzige, je nach Originalzustand, die Rüstung kannst du gute Preise erzielen. Wer ein Punkt zu dem. Jedes verkaufte Kleidungsstück bringt dir 10 Punkte. Leute, genug Punkte hast, kannst du sie gegen einen Preis einlösen. Ja, das ist eigentlich recht nett und gibt eine Trophäe. Der Verkauf wird erstmal so alles. 180 Punkte. Preise, was gibt's denn hier so Schönes? Ja, komm. Ich kaufe mir mal einen Secondhand-Beutel. Das sind immer so gerne. Das ist einfach mal gerne mal so. Keine Ahnung. Da ist halt was drin. So, vielleicht braucht man das, vielleicht nicht, aber. Haben es besser als nicht haben. Wenn du mehr Punkte willst, verkauf deine eigenen Lachen. Sonst noch was? Nichts. Dankeschön. Da war gerade Makoto. Ja. Ich finde es witzig, wie die uns hier die ganze Zeit verfolgt. Tschüss. Genau, hier haben wir einen Tempel. Da müssen wir auch irgendwann mal hingehen. Ich bin nur ein Mensch, der lebt und atmet wie du. Der Tempel ist tagsüber jedermann zugänglich. Du bist jederzeit willkommen. Genau, hier müssen, gehen wir auch mal irgendwann hin. Hier gibt's was Cooles und es gibt auch eine Trophäe. Hehe. Hi. Ja, wir treffen uns beide auf Makoto ein. Ihr habt es richtig verstanden. Ich glaube, hier gibt's Victor.
Naja, komm. Warte, whatever, hier gibt es einen Automaten. Da geht mir jetzt auch nur so peripher. Was haben wir hier? Hey, look. Hello. 100 TP, komm, gönn mal. Einfach mal so ein bisschen hier die Händler unterstützen, ne? Okay, da hinten ist der Jazz-Club. Der wird aber, der ist jetzt noch nicht relevant. Foto. Was gibt's hier? Der Importladen. Was haben sie denn hier so schönes? Hökelfleisch. Ja, das ist immer nur TP her, so. So ein bisschen, was ich immer so ein bisschen umständlich finde, dass es halt wirklich so 1 Million Items gibt, die eigentlich das gleiche machen. Aber naja. Jetzt nochmal hier drüben. Auch noch ein Geschäft. Ich glaube, hier gibt es Räucherstäbchen. Das ist jetzt gerade sehr interessant. Weil ich glaube, als ich beim Streams erstmal hier war, habe ich noch nicht dieses Einsperren freige. Oder war das eine Mädelsbelohnung? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Mona hier nicht einkaufen wollte. Weil er irgendwie Angst davon hat. Irgendwie finde ich das irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Suspekt, tatsächlich. Ich mache das nicht. Ah, das ist die Straße. Und erstmal, was gibt's hier? Okay. Also, hier, den Laden wollte ich mir angucken. Mona hat Bock auf jeden Fall. Na gut, da kann man sich nochmal ein paar Glücksstücke kaufen, wie gesagt. Wir spielen nur mit den SP-Pflastern. Wir wollen hier hin. Oh Mann, ich werde ein bisschen nervös. Ha, du bist so ein Kind. Versuch bitte, uns nicht zu blamieren, ja? Das musst du mir nicht sagen. Okay, wie sieht der Plan aus? So, wollen wir reingehen? Gehen wir. Die Schnellreise ist jetzt für Datum-Billett in Kichijoji verfügbar. Take your time. Alright, Bull. That's a new high score. Du scheinst eine Menge zu wissen. The center of the target's called the bullseye. If you land a dart there, it's called the bull. I know because I looked up the rules online last night. Ja, irgendwie hat hier Bullseye und Bullsring beide 50 Punkte, wo der Bullsring normalerweise nur 25 Punkte hat, aber hey, ich beschwere mich nicht. This game's called 0-1. You win by getting your score all the way down to 0 points before the other player. Ich schade, dass es keine andere Variante gibt, ne? Aber ich bin vor den anderen. Oh, so you're not trying to get a high score. But get rid of your score? That's pretty different. We both start with the same score. Then you lose points based on the number on the board where your dart lands. And you can only win if you get your score down to 0 exactly. You can't even be off by a single point. How's that sound? Pretty sick, right? Yeah. So you have to be able to calculate your score properly while making sure you hit the right numbers on the board. This game seems like it takes a lot of concentration. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich im echten Leben. Also ich habe immer so ab und zu mal so ein bisschen Dart gespielt. Also irgendwie wird es immer sehr, sehr schwierig und kompliziert dann. Hey Ryuji, what's up? Ah, I was just reading this flyer. It says darts is a party when you play in pairs. Ja. You team up with someone and alternate throwers when it's your turn. You still use the same rules I told you though. Hey, what do you say we give it a try? Klingt nach Spaß. Hell yeah, that's what I'm talking about. Let's do this. Muss er selbst spielen? Wow, a bull right off the bat? Man, talk about an exciting opening. Here goes. Don't underestimate an ex-athlete. Hell yeah, triple 20. Whoa, he hit such a tiny spot. Quite impressive, especially for you, Ryuji. We're almost down to 0 points. Let's really focus for this last round. Woo-hoo-hoo-hoo!
It's right on the dot. Oh, ain't we badass? That's no easy feat. You really do have something special going on. Man, this is so fun. When you're on the line, the pressure's insane, but it makes you want to do your best for your partner. Da haben wir auch schon direkt den Übergaberang gehört mit Ryuji auf Stufe 2. Das können wir mit allen Teammitgliedern insgesamt auf Stufe 3 hochpushen. Und ja, werden wir schon irgendwann nochmal machen. Und Noten mit Ryuji. Ich glaube, wie was sinnvoll ist, dann mal mit Ahn zu machen, ne? Weil die ja gerade noch nicht bereit ist für ein Level-Up. Da ist das auch eine sinnvolle Sache. Rang 1 für mehr Schaden in der TP-Regeneration. Rang 2 fügt mehr Schaden zu und fügt die TP-Regeneration. Halt TP nach einer Übergabe. Und Rang 3 halt noch mehr TP nach einer Übergabe, stellt SP nach Übergabe wieder her. Und das ist halt auch sehr praktisch auf jeden Fall. Und eben nochmal so ein Argument für eine Übergabe. Even if it is just a game, it can be some kind of training. Da ist immer ganz Feuer und Flamme. Well, I do always have the Phantom Thieves on the brain. Let's keep practicing together here. Oh, let's invite everybody next time. Ja, Ahn auf jeden Fall. Man, all this just from me asking you to meet me here. This is like, you know, one of those strikes of good luck. A stroke of good luck. Why would it be a strike? Who would protest having good luck? Ooh, what's that? Oh yeah, they have pool here too. Stellt ihr das auf? This game could be useful too, depending on how we look at it. Yeah, it's already pretty late though. We can come back and play it later. Ah, and don't forget, we got a couple free tickets to play today, but next time you'll have to pay up. But it was super fun, right? Oh, I really want to play again sometime. Well, we should head home for the day. Thanks for hanging out. Wenn ich recht erinnere, steigst du in Shibuya rum, richtig? Ich habe Kunden gehört, die das dort richtig gefährlich finden. Siehst du, dass du kein Ziel wirst, okay? Leute am Abend trotzdem. Ja, doch schon so, ne? Keine Sorge, Templer. Wenn es Haar wieder der Templer steht. Ich habe ein paar Informationen aufgeschnappt, die du interessant finden kannst. Offenbar gab es einen alten Mann, der in Kichiyochi Probleme macht. Wenn man nur eine falsche Bewegung macht oder was Falsches sagt, wird das Wort handgreiflich. Und dann behauptet er, man hätte ihn geschlagen, damit er einen noch Schmerzensgeld verklagen kann. Ein Trickbetrüger also und ein ziemlich schlagfertiger, das du. Einfach unfassbar. Sehe ich auch so. Wir können diesen Typen nicht einfach freien Lauf lassen. Zu wissen, dass ein alter Unruhestifter, das reicht leider nicht, um deinen Namen herauszufinden. Was ich aber weiß, dass er oft in der Harmony Alley in Kichiyochi herumtreibt. Dann sollten wir den Namen herausfinden, so, ne? Ich denke mal, dann können wir da jetzt auch nochmal hin, ne? Weil das ist doch ganz gut. Das ist so ein Kichiyochi-Tag. Es regnet auch nicht. Naja, es ist halt eher so, er schreibt da gerade schon, ne? Genau, dass wir dann, wenn wir fertig sind, dass wir dann wieder zu ihm gehen, ne? Dann können wir uns da nochmal ein bisschen umschauen. Buchladen gab es jetzt leider nicht. Aber ja, das ist mal so ein. Ja, das ist eine Folge, die ich halt haben wollte. Dass wir uns da einfach mal umschauen. Und dann wird es noch ein paar andere Orte geben, wo wir das halt entsprechend machen. Hallo. Gönn mal Saft. Saft schafft Kraft. Gut, dann gehen wir direkt weiter. Ja, hier. Kichiyochi Promenade. Da muss jetzt zwei Leute zahlen als Ticket, aber naja, ist dann halt los. Ja. Hier sind die Zwillinge jetzt auch. Dann finden wir nochmal was drauf. Was wollt ihr sonst noch machen? Dann könnt ihr noch Billard spielen. So, aber nee, heute ist Sonntag, ne? Da machen wir was anderes. Na, gucken wir einfach mal. Ob wir so ein paar Hinweise bekommen. Wir haben ja aktuell schon ein Ziel. Ne? Ja, genau. Eins haben wir hier schon. Und hier noch eins. Der alte Mann war noch nicht hier. Kein Wunder, dass ich den Frieden trinke. Ich rede nicht ganz schlecht über meine Kunden, aber er macht einfach so viel Ärger.
Hey, laut ist nicht so, junge Leute, bitte. Suchst du etwas in dieser Gegend? Der alte Unruhestifter. Er hat darum versucht, Geld zu schnorren. Was gruselig. Je mehr Ärger er macht, desto breiter wird sein Grinsen. Hast du einen Namen? Der hat dauernd seinen Namen. Heiji Ono, nicht wahr? Ja, so hieß er. Wenn er einen Regentank darüber stürmt, wie sehr seine Gelenke schmerzen, tut er mir einfach leid. Na, okay, das sagt wohl so, hey, wenn es regnet, hast du ein Mementos, hast du es ein Mementos einfacher. Ich werde jetzt mal nicht so drauf achten, so. Ist mir eigentlich egal, so, weil ich auch, glaube ich, nicht notwendig schütze, aber hey, das ist ein netter Hinweis. Ja, das ist gut. Ansonsten, wie gesagt, einen Buchladen gibt es jetzt nicht. Na, dann machen wir direkt, ne? Dann gehe ich hier direkt hier zu meinem Best Buddy. Müsste jetzt schon Level. Weiß ich mal, ist er nicht sein. Level 5. Wobei, Level 5, 6? Keine Ahnung. Erst stiehlst du Parteigelder, jetzt stiehlst du Ideen, tu nicht gut, Tora. Spar dir die großen Worte, Ex-Knacki. Ich hab mir mal wieder den Zorn der Zuhörer eingehandelt. Er sagt also, wer in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, verdient keine zweite Chance. Was kann ich dazu sagen? Unterbreche nicht ständig. Wie bitte? Hast du was zu sagen, Kleiner? Was denkst du? Was ist denn mit dem Teenager los? Dann ist er eben tu nicht gut, Tora. Du kleiner Mistkerl. Ja, ich bin tu nicht gut, Tora. Und ich habe Fehler gemacht. Ja, ich bin unbeliebt und machtlos. Aber das hat nichts mit meinen Argumenten zu tun. All das habe ich durch meine Probleme gelernt. Macht euch ruhig über mich lustig, aber ich werde weiterhin gegen das Unrecht in der Welt kämpfen. Aber das Highlight war dein Geschrei. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das ist sehr vielversprechend. Aber übertreib es nicht. Du solltest möglichst vermeiden, dir Feinde zu machen. Okay, das war's dann für heute. Ihr zwei seid der Wahnsinn. Ich lag total falsch. Auch wenn jemand in der Vergangenheit gescheitert ist, verdient er eine zweite Chance. Mehr wollte ich nicht sagen. Du bist wirklich seltsam. Genau wie dieser Junge. Ich habe heute etwas von deinem unbezwingbaren Geist gelernt. Ich verliere immer die Nerven, wenn mich jemand Tunichgutura nennt. Aber du siehst mich als jemanden mit Wert, also werde ich vor dir wegen Kritik nicht einknicken. Du hast mir heute beigebracht, dass ich mehr Vertrauen in meine Argumente haben muss. Ja, Stufe 4 erst, na gut. Aber Stufe 5 müsste es dann eine neue Belohnung geben. Wenn ich bei dir bin, ändert sich meine Art zu denken. Muss dein jugendlicher Einfluss sein? Ach, entschuldige. Leider haben wir keine Zeit mehr. I shall ask you again another time. Danke, dass du heute so fleißig warst. Dank dir habe ich an etwas Wichtiges gelernt. Bala. Man darf seine Wurzel nicht vergessen. Genau, hört sich an, als hättest du deine Lektion bereits gelernt. Ich werde es in meinem Herzen tragen. Ich darf nicht zulassen, dass ich es wieder vergesse. Gut, ich verlasse mich für meine nächste Rede auch auf dich. Bis bald, ist das ein Kunde. Glaubst du an die Phantomliebe? 60,8%. Das ist so ekelhaft und schwül. Okay, dann kannst du jetzt auch mal die Tage anfangen zu regnen.
Und jetzt die Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen. Hotspot Tokyo, das Penguin Sniper in Kichijoji hat ab jetzt geöffnet. Penguin Sniper. War das nicht mal der Lano, was gestern war? Ja, genau, da war ich doch gestern schon. Vielleicht war es noch ein Gutschein für die Neueröffnung, keine Ahnung. Die Reaktionen von der Rames Pressekonferenz waren gewaltig. Alle reden von der Prangerkarte. Heute checken mich die Mädels ab. Die spüren bestimmt mein überbordendes Phantom-Dieb-Charisma. Mann, ich kann endlich laufen bei all diesen coolen. Oh nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber hallo, meine Uniform. Mann, meine Uniform. Ab heute sollen wir doch die Sommeruniform tragen. Was macht ihr, wenn es kalt ist? Dann auch. Die Gruppe Diamanten hinter den Karten steckt. Frage mich, wie es ein Geständnis erzwingen. Sie können nicht wirklich Herzen stehlen. Vielleicht Erpressung. Oh, guck mal, wer da ist. Ah, geschafft. Hi, Ryoji. Müsste eigentlich, glaube ich, eine Ansage im Unterricht kommen. Ah, ne, erstmal Werbung. Wie sind die Dinge in Regard zu dem Thema, wir vorhin gesprochen haben? Ich habe noch nichts zu reporten. Nothing at all? How many students are there who could provoke a teacher? I've already narrowed it down. I just can't get any solid evidence. You knew, didn't you? About Mr. Kamoshida sexually harassing students. Sir! What will come of you asking that? This investigation is for a just cause, correct? I believe I understand how flustered this must be making you. I'm sure it was truly shocking for you as student council president to see a peer attempt suicide. Yes. We must provide a school environment where all students can feel at ease. That is the most pressing issue we have to tackle at the moment. So that's your reason behind this investigation on the Phantom Thieves of Hearts? We don't even know if they truly exist. You heard about the incident with that Madarame fellow, I assume? They said there was a similar calling card to the one used in Mr. Komishita's case. I wish to believe that this is unrelated to our students. Yes. That is where I stand. I suggest you devote your energy to the task at hand, not unnecessary questions. Ach, Kingpin. Did you see Madarame's press conference? Das Bild da hinten. You mean that guy who was all like, how could I possibly apologize for what I've done? Think it was really those Phantom Thieves? You know, the whole stealing your heart thing? That? There's no way. But then again, it seems too convenient for it all to just be coincidence. Yeah! Have you found our next big target? Diskretion. I just started looking yesterday. No way I'm gonna find one that quick. Leute, Diskretion. Oh yeah, I guess that's true. By the way, I decided on the TV station. What about... Huh? Oh crap, the social studies trip. Oh, I just wanna ditch it. You'd better go to your school activities. Didn't I tell you not to draw attention to yourselves? Wouldn't me suddenly turn it into a good student stand out more? Ja, schon so. Quit bickering and go. Then let's all choose the TV station. I heard we're gonna get to watch them tape a show. Maybe there'll be actresses there. Oh well, not like I got anything better to do than waiting for info to come in online. Plus, Morgana's right. Showing up will keep the teachers from getting all suspicious of me. All right.
right, I'm gonna head back. TV, huh? Maybe I should get a haircut. That guy is such an idiot. I hope nothing happens. Warum besteht die Sommerkleidung eins aus langen Hosen? Und warum hat Richard die Hose angelassen, die gleiche wie vorhin? Dann hätte er die Jacke aus. Keine Ahnung. Das ist lächerlich. Oh, ist das lächerlich. Wann ist denn der Sozialkundeausflug? Sollten die da nicht ignorieren? Ich verstehe, keine Ahnung. Wir müssen abwarten. Können wir auch machen. Ist die Frage, ich guck gleich auf den Kalender. Pass auf, hörst du? Aua. Das tat sicher weh. Pay attention. Ja, das Problem ist halt, er wird auch immer besser. Das heißt, irgendwann reicht. Wenn dann können drei, müsste jetzt ausreichen, aber irgendwann reicht doch können drei nicht mehr aus. Oh, hi. Senpai. What a pleasant surprise. It's really pouring down, isn't it? I thought something like this would happen. So I snuck a collapsible umbrella into your bag. Okay, Morgana, der Flirt-Experte. Mach bitte weiter für mich. Want me to pack a towel and change of underwear next time? Please. Well, see you around. Aber wirst du nicht nass? Actually, I forgot my umbrella. But it's fine. I'll barely get wet if I run to the station. If anything, it'll make for good training. Wollen wir zusammen gehen? But how are... Oh, are you offering to share your umbrella? That'd be wonderful. Thank you so much. Thanks again for letting me join you. To be honest, prelims are coming up soon, so I didn't want to take any chances of getting sick. Fürs Turnen? Yeah, that's right. Two huge competitions are coming up. One at the beginning of summer, and one near the end. If I'm going to participate in the prelims, I have to be selected as my club's representative. And there's a qualifier meet to determine who that rep will be. It's my dream to compete in gymnastics on the global level. So, I plan on maintaining a strict training regimen with my coach. Ich feuere dich an. I'd be invincible if I had you cheering me on, Senpai. Oh, we're already at the station. I'll be fine from here out. I can't thank you enough for today. I swear, I'll return the favor some... Hey, isn't that Yoshizawa? You mean the honors gymnast? She gets the VIP treatment at school and a boyfriend to escort her around? Immer wenn ich mal der Neue, der alle umbringen will. Miss Special Snowflake sure is living on Easy Street. I'm sorry. You shouldn't have to deal with a misunderstanding like that. Mach dir deswegen keinen Kopf. Yeah, you're right. The same thing happens in class, too. People are often wary of me because I'm an honor student. The school's expecting me to attain strong results in the upcoming competitions, too. They even told me I didn't have to participate in the cleanup event. But I just don't like getting special treatment. Hm? Oh, excuse me, my father's calling. Hello, Dad? What was that? Sorry, my phone's been acting up lately. It's okay, thanks. I'll see you later. Sorry about that. He asked if I needed a ride since it's raining. Wegen des Regens. A bit overprotective, don't you think? Du musst ihm sehr wichtig sein. Yes, I definitely agree. Well, I have to get to practice, so it's time for me to go. Thanks so much for today. Gerne doch. Excuse me. Bye.
Seems pretty rough. Aoyama Ichome. This is Aoyama Ichome. Hey, ich hab tolle Infos. Diesmal geht's um Mobbing durch eine Kursei-Schülerin, die alle die Königin nennen. Ah ja. Das ist es jetzt, wovon ich schon gesprochen habe. Das steht das M für Mishima. Das ist ein Geheimnis. Was? Jedenfalls sind hier die Details. Das Mädchen, das sich wie eine Königin aufführt, ist Hikari Shimizu. Es ist wahrscheinlich, dass ein Mädchen sich so verhält, wenn die Nachname mit S beginnt. Jedenfalls habe ich eine Warnung schon gepostet. Ihr könnt euch jetzt darum kümmern. Ah, okay, perfekt. Ich muss nicht suchen. Das heißt, wir haben jetzt quasi zwei Schulfälle so. Und wir haben schon drei Anfragen, das ist super. Das ist super. Aber. Irgendwann mal gucken, was ist denn hier so los? Maruki? Maruki? Ja, ahn nicht. Aber Maruki wäre potenziell eine Sache. Ich muss noch mal so ein bisschen gucken. Guck mal, die Bibliothek. Ich glaube, nicht, dass es jetzt ein neues Buch gibt. So ein bisschen die Hoffnung, dass das schnell dieser Buch jetzt verfügbar ist. Irgendwas wollte ich machen. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Maruki. Ah ja, ich hatte dann potenziell den Kopf, dann hier in den Tempel zu gehen, aber das mache ich natürlich jetzt nicht, wenn ich Dr. Maruki treffen kann. Ich kann nichts machen, ne? Ich hatte irgendwie was im Kopf, aber nee, Maruki. Ich kann auch einfach mal zwischendurch abspeichern, aber ich mache jetzt keinen Schnitt, wir gehen direkt hin. Fachgebäude, ne? Ah, da haben wir natürlich die Person, also die Frage müssten wir eigentlich. Wobei, wir haben noch eine Beraterperson. Okay, cool, dann. Machen wir doch direkt. Do you like the rain? Thank you so much. Now. Ich hab dich in letzter Zeit mit Traumata, Schmerzen, Trauer und solchen Sachen bombardiert. Also, die habe ich in einem Untergrund-Einkaufszentrum entdeckt. Zeit für eine kleine, luxuriöse Kekspause. Ich wollte dich mit etwas überraschen, weil du mich in letzter Zeit so geduldig ertragen hast. Bitte, bedien dich. Das sieht toll aus. Komm schon. Keine falsche Bescheidenheit. Ich habe sogar noch genug für einen Nachschlag. Komm, gönn dir. Weißt du, sie erinnern mich an dieses psychologische Experiment. Dabei haben Forscher dieselbe Art Kekse in zwei verschiedenen Kisten verteilt. In der einen Kiste haben sie nur einen Keks versteckt, die andere war mit ganzen 10 davon gefüllt. Dann haben sie ihre Testperson Kekse aus beiden Kisten probieren lassen und sie nach dem Geschmack gefragt. Was meinst du, aus welcher Kiste die Probanden die Kekse am leckersten fanden? Na, die Kiste mit dem einen Keks. Ganz richtig. War so einfach, oder? Es gibt da etwas, das nennt sich Gesetz der Knappheit. Der Name verrät es schon, die Leute fühlen sich zu dem hingezogen, was gerade knapp ist. Das kann man zum Beispiel beobachten, wenn ein gigantischer Hype um limitierte Merchandise-Artikel entsteht, wie diese neuen Ahnen-Merchandise, die Tobi Potato unbedingt haben möchte. Sie werden manipuliert. In einigen Fällen sicher, aber findest du das nicht auch sehr interessant? Wenn wir uns der Knappheit bewusst werden, weckt das unsere Begierde und führt zu einem Wandel unserer Kognition. Nicht nur das, die Wirkung breitet sich auf unsere Sinne auf und erzeugt so eine spürbare Veränderung unserer Realität. Im Prinzip wird deine Wahrnehmung also durch deine Kognition und deine Sicht auf die Welt beeinflusst. Natürlich spielt sich das alles auf einer Ebene des Unterbewusstseins ab, wirklich beeindruckend. Und jetzt, wo ich dir davon erzählt habe, wie denkst du darüber? Meinst du, deine unterbewussten Begierden haben den Geschmack des Kekses verändert? Hey, so lange schmeckt. Das ist definitiv keine gewöhnliche Reaktion, aber ich kann sie nachvollziehen. Das hört sich vielleicht nach einer Übertreibung an, aber für mich klingt das einfach wundervoll. Das menschliche Herz mag manchmal ins Wanken geraten oder unzuverlässig sein, aber wenn dieses Experiment eins beweist, dann, dass schon die Wahrnehmung glücklich machen kann. Denk zum Beispiel an die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Was, wenn dieser Keks der beste Keks deines Lebens gewesen wäre? Angenommen, ich hätte dir den Trick nicht verraten, dieser Keks wäre für immer etwas Leckeres gewesen als andere. Es wäre die subjektive Wahrnehmung deiner Realität.
Von Wahrheit kann keine Rede sein. Verstehe, da magst du recht haben. Ich kann verstehen, wie du darauf kommst. Was ich eigentlich sagen wollte. Wenn diese Idee der Vorurteile genauer erforscht werden könnte, könnte man damit vielleicht Menschen behandeln. Ich glaube, man könnte vielen damit helfen. Vielleicht sogar eher als mit der Form der Therapie. Aber so viel davon hängt von der Perspektive ab. Manche würden es als Lüge oder Flucht vor Problemen bezeichnen. Aber selbst wenn das so sein sollte, glaube ich, dass man damit vielen Menschen helfen könnte. Sorry. Ich muss mich wirklich zurückhalten. Immer wenn ich mit dir rede, komme ich auf meine Forschung zu sprechen. Ich bin dir wirklich dankbar für alles. Nicht nur, weil ich immer auf deine Meinung zählen kann. Es ist immer so, als würde ich mit einem alten Freund reden. Oh, aber das ist vielleicht zu persönlich. Es geht schließlich nur um unsere Abmachung, richtig? Stufe 5. Chance, Jokers SP zu regenerieren, wenn sie niedrig sind. Alright. Jetzt zeige ich dir mal lieber eine neue Methode, um dich mental abzuhärten. 5 SP. 5 SP. Und ein Donut. Well, see you. PPP. Hier ist Dr. Maruki, sorry wegen vorhin. Es sollte eine Möglichkeit für uns sein, zu entspannen, aber wurde dann wieder eine große Diskussion. Das hat zum Denken angeregt. Echt? Wow. Das freut mich zu hören. Und ich habe das gerade auch sehr gern gehört. Kleiner Spoiler, wir haben jetzt ein paar Monate nichts mit ihm zu tun, weil er nicht weiter leveln will. Warum regnet es denn nicht mehr? Spiel! Du hast nicht von der Präsidentin des Schülerrats gehört, oder? Warum muss der Schülerin muss dann beschäftigt sein, in irgendwelche Hintern zu kriechen? Ich denke, sie hält uns für verdächtig. Halt die Klappe! Ja, wir werden beobachtet, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, so. Mach dir keine Sorgen. Die anderen kind of overshadow you sometimes, but don't forget. You're famous too. Just make sure you're careful, okay? Ja, krieg ich hin. Piep, piep, piep. Hey, inmate! Listen well. Okay, mach ich gleich. Ich weiß, was die wollen. Warum konnte mich anrufen? Ja. Ich könnte jetzt auch hier mit Papa was machen, ey. Nee. Wir gucken uns mal hier so. Ja, hier. Mehr wird er jetzt zu denen gehen, er redet leider nicht mehr. Und ich habe auch nichts anderes zu tun dann entsprechend. Ja, Tempel. Tempel ist ja eh nur tagsüber, ne? Ich glaube, Tempel war eh nur tagsüber. Ja, ja. Ja, dann gehen wir mal zum Velvet rum, ne? Also, hier. I was waiting. Wir haben ein paar neue Aufgaben für dich. Wir nennen sie Spezialaufträge, aber nicht so wie in GTA Liberty City und Vice City Story, sondern ein bisschen freundlicher. In der Gesellschaft oder in der Realität gibt es mehrere Orte, die für deine Rehabilitierung förderlich sind. Du wirst den Lehrer dieser Orte unter Beweis stellen, persönlich. Wir werden mehrere Orte auswählen, die für deine Rehabilitierung von großer Bedeutung sein können. Solltest du einen von diesen Orten kennen, dann bring uns dorthin. Willst du von hier verschwinden? In deinen Ohren nur zur Verzierung da? Das sind Spezialaufträge, du Trottel. Wir warten dann hier auf dich, ja? Ja, wir können uns halt auch immer abends mit den Mädels was machen. Und ich hatte einige lustige Begegnungen mit denen in meinem Stream. Und ich glaube, ich habe nicht alle Begegnungen gehabt. Von daher gucken wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Aber naja, wir gucken mal, ne? Ich bin bereit. Essen dort so angeblich wie im Weltraum sein. Wow, das ist unglaublich viel Essen und das ähnelt sogar einem Raumschiff. Ja, das ist das Big Bang Burger in Shibuya. Das ist direkt um die Ecke rum.
ist ein normaler Burger. Ah ja, Burger hat Raumschiffform, da verstehe ich das schon. Hey Häftling, du erwartest doch wohl keine Belohnung dafür, oder? Das ist die Big Bang Burger Herausforderung. Die Menschheit will als ihr eigenes Universum erschaffen. Ah, so groß können die also sein. Okay, Mario. Ich hab schon mal die erste Runde gewonnen, wenn ihr das erinnert. Ich nehme die Herausforderung an. Ich kann es auch probieren. Danke fürs Warten. Nicht nur das, sondern du bist der 110.000 Sekunde. Du darfst dich an der höchsten Stufe probieren. Der letzte Bürger war vollkommen belanglos. Er ist größer als der gesamte Magen des Häftlings, womöglich besagt der Name, dass jeder Gast seinen eigenen kulinarischen Urknall erlebt. Das wird ein Spaziergang. Ich hab können zwei, ich schaff das nicht, aber das ist okay. Ja, immer aufessen. Wie hält er das? Ich wollte in den Kalender gucken, jetzt fällt es mir wieder ein. Mein Magen wird noch platzen. Er hat noch nicht mal angefangen. Hey! Er kriegt gleich was in den Latschen, oder? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, er wird gleich ohnmächtig. Na gut, lass uns einspringen. Ah, wir haben es geschafft. Du hast es echt gut geschlagen, muss ich sagen. Du hättest fast versagt, aber wir verbuchen es trotzdem als Erfolg. Gute Frage. Nach dieser Herausforderung stellen sich mir einige davon. Du hast die Herausforderung für deine Rehabilitierung angenommen, aber wer bei klarem Verstand würde so viel essen? Mir mangelt das wohl am Verständnis der Menschheit. Häftling, warum testet ihr eure Grenzen? Weil wir Menschen sind. Wie anmaßend. Hey Justine, vielleicht sollten wir die Herausforderung annehmen. Hey du! Wir nehmen die Big Bang Herausforderung an. Altersbeschränkung, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr kriegt das Little Bang Menü. Ist das okay für euch? Da gibt's ein Spielzeug. Ein kleines Raumschiff. Ein Raumschiff? Das kleine Raumschiff ist ganz hübsch. Ja. You seemed much more excited by the toy than the taste, anyway. Shut up! I saw you eating around those pickle things, or whatever they are, Justine! That wasn't food from this Earth. It was clearly a alien spawn of some sort. What? Is this true? Deine Köstlichkeit. Wobei, warte kurz mal. Musst du mal kurz überprüfen, was für Gurken? Essiggurken. Die Essiggurken sind furchtbar. Also Essiggurken sind einfach furchtbar, so. So, Gewürzgurken, geil. Bin voll dabei bei Essig, bzw. saure Gurken? Nein. Weil ich glaube, es ist beides. Hey, is it true or not? I ate all of mine, you know. They actually tasted rather good. Calm down, Caroline. We're getting off track. Well, at any rate, we've determined that hamburgers are incapable of conveying the majesty of space. While the toy spaceship helped to soften the blow, there's no denying the truth. Now we will formally acknowledge the completion of your task. Here is your reward. Maragi, danke schön. Mabufu, danke schön. You better work just as hard. Mabufu ist Eis auf alle, aber Maragi, was ist Wind? Auf alle. I'm still taken aback by the truth. Your world is absolutely full of these shop places. For a reasonable fee, nearly every desire can be fulfilled, all as if it were nothing. That does sound interesting. I believe it may merit further research. Anyways, good work, inmate. Your final task for the day is to escort us back to the Velvet Room. Bin ich fair.
I'm hot. Also wir hatten immer noch so einen Abend mit Regen, wäre immer noch cool, so, ne? Polizeiliche Untersuchung läuft. Betrügereien in Shibuya, Hauptziel sind Schüler. Hey, hey. Guck gleich mal auf den Kalender. Weil, halt wegen Schulevent halt. Oder sagen die das jetzt vielleicht? What's this? A request to the student body. It says they're looking for information. I heard Principal Kobayakawa put it up. Please consult the student council president if you have any details. So we can go to her for anything? Why the student council president, though? What does she have to do with Principal Kobayakawa? I mean, Nijima-san is his favorite. Maybe that's why he asked her to do it. Arme Makoto. How tragic. Ja, ein bekannter Vertreter, ja, und sie haben ihn alle allein seines Namens wegen vertraut. Wir lassen uns leicht von den Namen manipulieren, die wir sehen. Aber diese Welt ist voller falscher Namen. Wer kennt zum Beispiel alle diese Kreatur? Sie heißt Königskrabbe, aber hat eine Form, die eine Krabbe nicht haben sollte. Erst ein Grund, sieh dir diese Bilder an. Die Königskrabbe ist mit dem Einsiedlerkrebs verwandt. Wie unterscheidet sie sich von den Krabben? Ich glaube, das ist die Anzahl der Beine, ne? Ja. Ich glaube, die hat 6 Beine, ne? Genau, aber Krabben haben anscheinend dann 8 oder so. Na, wird uns jetzt ja sagen. Das ist es. Das ist es. Königskrabbe hat 8 Beine und die Schneekrabbe hat... Ah, 10! Okay, Clown sind halt auch als... Die hat auch so mit als Beine, okay. Ach, Morgana. Menno. President, what is the meaning of that posting? Principal Kobayakawa put that up without my... We've already received some anonymous information. I heard some students are getting threatened. I'm so scared. Please do something. What? They have dirt on me and they're demanding money? I can't go to the police, what should I do? Isn't this talking about the crimes that have been rumored to be occurring in Shibuya? So there are even victims at our school. What should we do? Good one, Kim Sailor. This isn't the responsibility of the student council. This is frightening for us too. Principal Kobayakawa called you in yesterday, right? Did he tell you anything about this? Well, no. He's out today, but I will ask him tomorrow. Please wait on this for the time being. If you say so. My apologies for the confusion. Don't worry. I'll do something about all of this. Hey. Ja, komplett richtig. Fan leider nur ein persönliches Anliegen. Ein jüngerer Schüler ist neulich zu mir gekommen, um meinen Rat einzuholen. Hörte sich an, als ob er seinen Job erpresst werde vom Manager des Ladens, in dem er arbeitet. Das ist unverzeihlich, oder? Wallerfoten ist für die verantwortlich. Bei daher wurde der Fälschleiter beschuldigt, das Geld aus der Kasse gestohlen zu haben. Und jetzt verlangt der Manager, dass er die gesamte Summe zurückzahlt. Das wären 50.000 Yen. Das ist viel Geld. Tja, und dieser Typ ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Naja, nie im Leben hat er das ganze Geld gestohlen. Naja, ich habe mich online ein bisschen über den Laden informiert. Laut einigen Gerüchten könnte es der Manager sein, der das Geld gestohlen hat. Mhm.
Oh, jedenfalls scheint dieser Typ. Aber nett. Also wir haben schon. Finde ich gleich nett, dass er mir einfach einen Namen gibt und ich dann halt nichts weiter so machen muss. PPP, ich habe neue Infos. Offenbar terrorisiert eine Einbrechergruppe, Shibuya. Alarmschlüsse, jemand hat im Netz geklaut, die Phantomsiebe hinterstecken, das ist so blabliblub. Da muss halt bestimmt ein bisschen Recherche betreiben. Warte, warte mal, ich muss nochmal. Was machen wir heute? Nichts mit dir, ich gehe jetzt, muss jetzt mit dem Bowling spielen. Warte mal gucken. Okay, jetzt einfach nur schon mal hier bald, kommt ein Hinweis rein, so verstehe ich das gerade zumindest. Ja, Ahn ist halt da. Ja, gucken, wenn ich jetzt anmale. Hey. Mehr Buch ausleihen ist nicht Buch kaufen. Ich glaube, ich habe noch Bücher, ne? Sorry, ich bin gerade. Was für. Ich hatte irgendwo Ahnung, was ich machen. Ich würde wahrscheinlich schon spielen gehen, so im Club. Also Dart spielen gehen. Ich bin gerade überlegen. Ich hatte irgendwie was noch im Kopf, was ich machen möchte. Ah ja, Kalender. Nein, falsche Taste. Ah, komm, kann er mal speichern. Weil dann die Folge wird sich wahrscheinlich oder so jetzt mal bald beenden. Aber einfach nur so gucken: hey, was ist denn so unsere Deadline? Sozialkunde-Ausflug. Ah, okay, der ist Donnerstag und Freitag und heute ist Dienstag. Der ist der Donnerstag und Freitag. Das heißt, ich kann heute noch machen und morgen mache ich dann halt aus. Genau, das ist dann der Plan. Ich kann auch in den Tempel gehen, ne? Ne, ich spiele jetzt Start. Ich möchte Noten mit Ahn haben. Spiel mal Darts. Genau, das kann man halt dann bis Level 3 mit den Spielern. Wir müssen halt natürlich auch gewinnen, entsprechend. Und dann in dem Fall will ich mal mit Ahn spielen. Mal gucken, wie es läuft. Wie man Dart spielt. Ah, das ist mit Steuerung, gar kein Bock. Ziele und halte R2 zum Bestätigen. Mit Dreieck setzt du den Zielbereich zurück. Okay. Muss ich es schütteln? Okay, das ist ja die 0-1-Regel. Die können wir über so einen Punkt genau auf 0 kommen. Das hat jetzt 4 auch so? Ja, doch, das stimmt. So. Okay, sehr schön. Kling? Naja, nee. I'm getting nervous. Du schaffst das. I'll give it a go. Kannst du halt schon zu Ende machen, ne? Lexi 21, mach mal. 41. Okay, 41 kannst du nicht machen. Schlecht. Sehr schön. 69. Ah, ich verstehe, was du da getan hast. Yes! Counting on you. Tja, was 69 um? Lustig.
Okay, jetzt muss es halt eine 9. Nur eine Triple 3, ne? Übergabe Rang 2, sehr schön. Oh, direkt Rang 3 mit beiden? Mit Ahn. Wie sieht's mit Ryoji aus? Dann machen wir jetzt nochmal mit Ryoji. Dann bringen wir ihn mal auf. Ich bin bei Ahn, weiß gerade nicht. Aber gut, 501, machen wir. Ich glaube, erst aber am Ende kriegen wir nochmal alle, kriegt jeder glaube ich nochmal eine Note so. Das wäre Yusuke jetzt ja so ein bisschen witzlos, aber naja. For real? Ah, fuck. Ist gar nicht so schwierig. Eigentlich muss man so ein bisschen konzentrieren. Man kann. Wir kriegen später irgendwann noch mal eine Fähigkeit, dass es so ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher wird tatsächlich, aber es geht auch so halt voll klar. Also aber so, es gibt später eine Person, mit der soll man 701 schaffen mit 5 Würfen und das ist halt dann schon sehr knapp. Die Person, die macht halt jedes Mal Symbol. In seinen 3 Würfen, ja halt, also dann macht halt das Safe 450 Punkte entsprechend. Ne, warte, 300, weil es sind immer 5 Runden so, immer. Und die anderen Punkte muss ich halt machen. All yours. Okay. Es ist nicht nur eine gute Leistung, aber naja, reicht ja trotzdem. Ryuji macht das gut Punkte und dann bringe ich das zu Ende. Ryuji könnte es gerne auch zu Ende bringen, ne? 2 Bullseyes und eine 14, so. Manchmal kommt dann noch. Ich glaube, manchmal kommt dann noch eine Frage, hey, wie muss ich spielen, damit wir gewinnen? Also, dafür sind jetzt zu viele Punkte gerade noch. Und er fragt es so, dann gewinnt er und dann gibt es, glaube ich, sogar Doppel-Level-Up, so. Ich glaube, dann gibt es ein Doppelding. 17. Eine Primzahl. Deswegen 17 besser als 27. Hey. Bäh. Nur ein bisschen. Ach ne, das alte 3 war der Übergaberang, den ich an andere Leute habe. Das ist mein Können, was eine Note bekommt, genau. Pling für Start. Und Noten. Einfach nochmal Dart spielen gehen, damit A nochmal Noten bekommt. Na, mal gucken. Es regnet nicht mehr, das ist ein Phasenspiel. Machen wir das Kreuzworträtsel. Whistleblower. Die, dass du die Presse informieren. Briefkasten. Hundebefehl, Sitz. Fass. Vergeben für Auszeichnung. Anhänger. Dient das so, die Presse zu informieren? Redaktion. Ja, das ist so ein Whistleblower-Briefkasten, glaube ich, so gemeint. Das hat irgendwie eine Bezeichnung. Vergeben für herausragende Leistungen. Auszeichnung. Gibt's aus? Anstecker. Abzeichen.
Keine Ahnung, tatsächlich. Dient das für die Presse zu informieren? Ich öffne schon mal Totally Gamer Girl. Ah, dient das für die Presse zu informieren? Das ist keine Idee. Totally Gamer Girl Kreuzung. Dient das für die Presse zu informieren? Rätsel Nummer 9. Konferenz, eine Presse. Geht das so die Presse? Ja, schon eine Pressekonferenz, da informiert man schon die Presse, ja, und nicht umgekehrt Pressekonferenz. Das ist okay, hätte man drauf kommen können. Aber es ist ein Let's Play. Da komme ich auf keine Sachen. Bisschen 3, Makoto freut sich. Ja, Blume, die gießen ist nicht. Diva ist auch nicht. Tempel ist auch nicht, weil Nacht. Ja, können wir nochmal. Tja. Ist das Beste ist. Wenn ich jetzt einfach Billard spiele mit allen. Welcome! What do you play? Ein Laden mit dir zu spielen, genau. Durch Konzentration erhöht sich PS ein unerwarteter Sozialwert und du stärkst die Bindung zu deinem Freund, zu einem Freund. Thank you. So. Das ist das Beste, was ich machen kann, ganz ehrlich so. That should do it for now. Überlasse ich deiner Fantasie. Ach, Yusuke. I see. Wow. That was so much fun. Hey, tut mir leid, dass ich eure Spaß unterbreche. Im Billard gibt es ein paar echte Feinde und da freut mich, dass ihr so Spaß am Spiel habt. Wenn ihr mehr lernen wollt, empfehle ich euch ein bestimmtes Buch. Billard mit Experten. Das kaufen wir uns doch auch mal direkt, würde ich sagen. Genau, es gibt ein Sportfachgeschäft im Untergrund Einkaufszentrum. Dann holen wir das uns doch einfach mal morgen. See you later. Ach, Yusuke. Es scheint die Sonne, es scheint am Abend dann Regen. You know. Ah. What do you think about that? I was wondering about that. That's cool. It's so cool. Oh, yes. How about you? In welcher Hinsicht geht Tutelaritismus einen Schritt weiter als Autoritarismus? Also Diktatur ist beides. Ich glaube schon Kontrolle der Gedankenfreiheit, ne? Ja. This is it. Exactly. Well said. Eine totalitäre Regierung will Kultur und Sitten und sogar Gedanken der Bevölkerung kontrollieren. Um Dissidenten zu unterdrücken, versucht sie alle Menschen in eine Ideologie zu zwängen. Selbst ein Raum zu analysieren kann als eine Form der persönlichen Assimilierung gedeutet werden. Das tut ihr doch auch alle, oder? Ich versuche es, aber ich bin nicht gut darin. Ich schreibe nicht mit, Leute. Ich brauche meine Notizen echt nicht haben. Da oben steht Lex 8 und die Sonne ist eine 9. Changed my mind. Sounds like the principal's trying to get info on the students. Why do you think he's doing that? It's probably because of Mr. Kamoshida, right? Considering what happened with Suzuki-san.
Huh? I heard Principal Kobayakawa knew about the sexual harassment too, and just turned a blind eye to it. I bet he wants to snuff out any rumors now. Even the volleyball team was told to keep quiet. That's the worst! So that's what he's using Nijibe-senpai for? Oh yeah, rumor has it she knew as well. Isn't that horrible? Chick's all noble about it too. Nijima-senpai knew? Ich glaub's doch nicht ernsthaft. What is the meaning of this, Principal Kobayakawa? Why did you post that notice? It was all for your sake. I thought the more information you had, the easier your investigation would become. And did any information arise about the case I asked you to look into? Nothing yet. I will pass the details along if anything comes up. Right now, there is a more pressing issue. It appears there are students at Shuchin who are being threatened by a criminal organization. A student who saw your posting came to us looking for help. I'd like to request a countermeasure. Isn't this some sort of mistake? I can't believe this would happen to the students of our academy. Boah, Kingpin. Now is no time for such problems. There is still lingering concern regarding the Phantom Thieves. But we received a request for help. I'm rather busy at the moment. If you wish to do something, you will need to act on your own. Ich hoffe, wir können ihn irgendwann mal einen Sinnwandel vollführen bei ihm. Ich hasse ihn. Are you sure about this? I'm still investigating your case as well. Yes, that's correct. It works out perfectly. My intentions have borne fruit. This criminal organization must be the connecting factor. If you pursue this criminal issue, you'll surely find clues about the Phantom Thieves. But that's absurd. So, let's say this rumor is true. Do you intend to ignore those students in trouble? I... Your sister would have solved this easily if she were in your position. Gaslighting. My expectations of you are very high. I hope you don't disappoint. Ach, Makoto. Ein böser Schurke. Alter, das ist kein Videospiel. Morgen ist der Ausflug ins Studio, genau, Mementos. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Mementos sogar eine Sache, so. Können wir nicht auch mit Kazumi treffen, ne? Da wird Maruki. Wobei Maruki? Takemi hat auch Zeit. Ich glaube, es geht halt zu Takemi. Wegen einer bestimmten Vorahnung. Ich will mal kurz zum Fachgebäude. Hey there. What a scorcher. Ah, yes. I'm sorry. Okay. Daruk, geht nicht. Das ist Takemi. Das hat nämlich ein bisschen Grund Kazumi. Ich sag mal so, Kazumi ist, ist häufig genug da. Ja doch, Takemi, ich will trotzdem kurz meine Persona packen. Rot habe ich. Gehen wir mal direkt hin. Ich möchte einen Test durchführen. Oh, ein kleines... Sorry, wird heute nichts damit. Takemi ist betrübt. Damit sie sich auf mich verlässt, sollte ich meinen Charme verbessern. Sie auf mich verlassen, wenn mein Charme charismatisch wäre. Ah, okay, okay, dann geht das jetzt definitiv noch nicht. Maruki. Ein Kazumi, so, ne? Ich sag mal kurz Persona.
glaube. Ah, Buch kaufen. Leute, Buch kaufen. Ganz, ganz wichtig. Das gibt es nämlich hier unten. Da. Da. Genau hier. Billettexpertenbuch. Gegen die Billardmeister werden wollen. Wenn ich das kaufe, habe ich kein Geld mehr, ne? Ich glaube, ich brauche das. Ach, keine Ahnung. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr, so. Das ist ein bisschen ungünstig, aber. Kommt man noch mit klar? Vielleicht gehe ich auch nach dem Filmstudio nochmal ins Mementos tatsächlich. Vielleicht sammle ich bis dahin nochmal ein paar Fälle und gehe dann ins Mementos. Wir haben doch schon mal so ein bisschen wieder was angesammelt, ne? Dass dann quasi der nächste Woche potenziell. Ist das hier richtig? Hier. Als nächste Woche nochmal zum Mentos gehe. Dann halt irgendwie auch nochmal. Ja, dann gibt es nochmal Persona 5 Stream. Oh, denke ich mal tatsächlich auch. Aber mal gucken, ne? Mal gucken, wie ich das mache. Aber dann darf ich tatsächlich zu Kazumi gehen. Eigentlich. Nächste Woche, ich gehe jetzt zu Kazumi. Und dafür brauchen wir jetzt. Velvet Room. Beziehungsweise. Ich würde sagen, wir machen Kazumi tatsächlich in der nächsten Folge. Weil die Folge ist jetzt schon wieder lang genug. Ich glaube dann auch mit dem Filmstudio, mit dem Fernsehstudio-Event passt das dann ganz gut zusammen. Gucken wir nochmal kurz, was hier der Fall ist. Also wie gesagt, der Level Up. Ein neuer Level Up wäre halt ganz cool, weil wir immer noch Phoenix machen müssen aus Kelpie und Nexino. Can you gather them up? Ja, warte. They will be reborn anew. Sekunde. Historische Backpfeife. Historische Backpfeife. I see. Ich will auch nicht mal hochfixiert. Immer zwei Narren. Ne? Der hat einiges. Ja, der hat frei, so frei. Wer braucht frei? Wenn ich frei haben kann. Gut. This shall be the result. Komm weg mit dem. Finished for now. You'd like to read that these are the paths. Ich hätte gerne. Ich habe keine Faith-Persona. Ja, Phoenix, ne? Ich will zurück. Wobei, Moment mal. Ich glaube, ich werde das DLC ausnutzen. Ich glaube, ich werde das ganz frisch DLC ausnutzen. So, komm, gönn mal. Du hast doch bestimmt eine DLC-Persona, die ich mir gönnen kann. Wobei, jetzt hätte ich dann gesehen in der Liste. Das hätte ich ja dann gesehen. Nee, das hätte ich ja gesehen, stimmt, nee. Gut, dann halt nicht. Naja. Ich denke bis zur nächsten Folge drüber nach, was wir als nächstes tun. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.